Ihr dürft euch einmal hinstellen. Die meisten müssten mich ja kennen. Falls nicht, ich bin Janina, die Tochter von der Nicole. Und ich bin heute mal als Ersatz da. Ja, ne? Ja, freitags bin ich ja nicht immer hier. Ne? Manchmal habe ich schon mitgemacht. Deswegen. So, fangt hier heute ruhig einmal seitlich an, dass wir mit den Beinen so ein bisschen weiter auseinander gehen können. Also, ihr könnt euch auf der Matte drehen, dass ihr einen guten Halt habt. Und dann hier wollen wir erstmal als Vorbereitung einmal tief einatmen. Und ausatmen, einmal so ein bisschen locker lassen, schön in die Knie gehen, einatmen, wieder nach oben. Genau, und wieder locker lassen. Macht das erstmal so ein paar Runden und oben wirklich schön lang ziehen, den Rücken einmal strecken und wieder nach unten. Eine Runde noch, einmal nochmal fallen lassen, dann ziehen wir uns hier nochmal nach oben raus. Und jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen in die Seiten ziehen. Macht da mal eine Seite schön lang. Genau, mit den Füßen auch ruhig so ein bisschen mitgehen. Ne? Im Wechsel ein Bein beugen, ein Bein strecken, alles mal locker durchbewegen. Den Atem erstmal tief weiterfließen lassen. Und dann hier bleiben wir bei einer Seite. Jetzt hier einmal das rechte Bein beugen, dann ist der linke am oben und wir ziehen hier kleine nach. Und zack, da wirklich schön jetzt die linke Seite öffnen. Genau, ruhig auch so ein bisschen nochmal mit den Beinen nachfedern. Genau, und wirklich zack, oberer Arm ist lang. Und nachfedern, genau, schön in die Seite. Die andere Hand kann ihr locker so auf dem Bein auch sich abstützen, wenn ihr möchtet. Und dann einmal zur Mitte, einmal lang machen und die Seite wechseln. Einmal zack, andere Seite. Und hier wieder schön lang ziehen. Genau, erstmal öffnen. So ein bisschen immer auch im Bein nachfedern. Und einmal hier nochmal zur Mitte. Die Arme ganz lang machen. Jetzt wollen wir einmal hier so ein bisschen mit den Armen wirklich in die Seite greifen. Zieht die Arme da mal schön weit auseinander. Nochmal so ein bisschen länger machen. Genau, die Beine gehen wieder locker mit. Sehr schön. Und dann hier wollen wir nochmal zur Mitte. Die Arme sind lang, einatmen und ausatmen. Gehen wir einmal so ein bisschen tief. Oben wieder strecken und nach unten. Der Rumpf bleibt erstmal ganz gerade. Also wir lehnen uns noch nicht mit nach vorne. Hier wirklich schön aufrecht bleiben. Oben immer nochmal einen Bauch spannen und ausatmen. Einmal so ein bisschen tief. Genau. Und zack. Sehr schön. Und jetzt hier, wenn wir einmal die Arme nach oben hier strecken und nach unten ziehen wir die einmal mit Kraft ran. Lang nach oben einatmen und ausatmen, einmal ran. Genau. Und die Schultern wirklich schön unten halten, dann wenn wir nach oben gehen und dann zieht die Schulterblätter mal hinten zusammen, als wenn wir so ein Seil oder ein Theraband einmal auseinanderziehen möchten. Und dann hier einmal unten bleiben. Die Arme sind hier hinten in der U-Halt und wir federn kleine nach. Die Schulterblätter ziehen hinten zusammen und das Becken nochmal so ein bisschen mehr aufrichten, dass der Unterrücken lang ist. Also nicht zu sehr hier durchhängen. Vorne spannen. Genau. Und zack. Mal nachfedern. Und nochmal halten. Und einmal kurz auflösen, ein bisschen auslockern. Eine Runde bleiben wir aber noch im breiten Stand. Die Füße nochmal aufstellen. Und jetzt hier stützen wir uns einmal vorne so auf die Beine ab. Und da kann man hier erstmal ganz locker den Rücken schön durchbewegen. Einmal in die runde Position und dann ganz lang machen. Genau. Dann vielleicht auch mal hier in die Seite. Ne? Spürt jetzt einfach mal, was dem Rücken heute besonders gut tut, was sich jetzt angenehm anfühlt. Und dann hier genau noch ist alles ganz entspannt. So, erstmal zur Vorbereitung. Dann wollen wir jetzt hier einmal zur Mitte. Gerade Rücken. Zieht die Schulterblätter nochmal zusammen. Und dann hier im Wechsel. Einmal den rechten Arm, einmal den linken Arm nach oben raus. Genau. Und der Rücken bleibt schön lang. Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Genau. Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Sehr schön. Und dann hier, wenn das geht, einmal mit beiden Armen lang und wieder kurz aufstützen und einmal ran. Genau. Auch hier, ne, mit dem Rumpf könnt ihr mal schauen. Wenn wir weiter nach vorne gehen, wird es natürlich noch mal so ein bisschen anstrengender. Sonst, wenn ihr merkt, kurz ein bisschen Pause, etwas weiter aufrichten und schön lang. Genau, nach oben raus. Und einmal hier oben die Arme halten, die Handinnenflächen zeigen zusammen und dann kleine Bewegung auf und ab. Genau. Das mit den Armen. Sehr schön. Schulter nochmal nach unten ziehen. Tief weiteratmen. Und nochmal halten. Und einmal kurz langsam wieder nach oben aufrichten. Dann die Beine ruhig einmal wieder schließen. Ihr dürft euch auch gerne in meine Richtung drehen. Die Füße sind hüftbreit auseinander. Und auch hier wollen wir einmal nochmal die Arme erstmal so ein bisschen schwingen. Lang nach oben und unten einmal nochmal locker lassen. Genau.
Auch hier eine schön so ein bisschen in der Brustwirbelsäule wirklich strecken. Macht euch da einmal ganz lang und dann wieder nach unten einmal alles locker lassen. Genau. Um das so ein bisschen schwieriger zu machen, gehen wir jetzt oben auf die Fußspitzen einmal drauf und dann wieder nach unten fallen lassen. Und hier, genau, oben versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Und nach unten einmal etwas nachgeben. Genau, sehr schön. Zweimal noch. Und dann hier, wenn das geht, einmal versuchen, oben zu halten. Auch hier in der Körpermitte, die arbeitet mit, weil sonst, wenn hier so viel Bewegung ist, ne, da kann man es dann nicht so gut halten. Und dann im Wechsel die Arme. Einmal rechts, einmal links nach oben. Genau. Und versucht, die Fersen in der Luft zu halten. Sehr schön. Und zack, genau, immer im Wechsel. Da auch nochmal so ein bisschen Tempo vielleicht reinbringen, wenn ihr euch hier oben langweilt und euch denkt, na, da geht noch was, dann mal zack, so ein bisschen Gas geben. Genau, nochmal schön nach oben rausschieben. Und nochmal halten, macht euch nochmal ganz lang. Und einmal kurz locker lassen, die Beine auch so ein bisschen auslockern. Sehr schön. Und dann hier wollen wir erstmal noch einmal die Arme nach oben bringen. Bauchspann, dann hier im Wechsel. Einmal nach rechts öffnen, über oben wieder ein und ausatmen nach links. Genau. Und das Becken bleibt hier ganz stabil. Wenn wir uns öffnen, drehen sich nicht die Knie und das Becken so mit. Hier schön halten und nur der Oberkörper. Einmal öffnen, in der Mitte nochmal lang machen und die Seite wechseln. Genau. Schön über oben, hier auch gerne die Handinnenflächen eher so ein bisschen nach oben zur Decke ausdrehen, dass wir mit den Schultern uns nicht so rund machen. Also zieht euch da wirklich lang einmal nach oben raus. Genau. Und dann hier wollen wir einmal alle nach rechts uns öffnen, hier halten und dann kleine mal nachfedern. Und die Bewegung kommt hier wirklich aus der Körpermitte. Das Becken ist stabil und dann zack, mal so ein bisschen die seitlichen Rumpfmuskeln wach machen. Dann einmal nachziehen. Genau. Schultern sind unten. Und nochmal halten, über oben, einmal wechseln, nach links öffnen und hier wieder Körpermitte, die bewegt sich, da so ein bisschen nachfedern, das Brustbein zeigt zur Seite, genau. Und wieder schön stabil in den Knien stehen, da bewegt sich nichts. Und nochmal halten, einmal nach oben und einmal kurz locker lassen und die Arme auch so ein bisschen ausschütteln. Sehr schön. Die Füße gehen wieder hüftbreit auseinander. Oben nochmal einatmen. Ausatmen, gehen wir tief und schieben die Arme einmal so ein bisschen vor. Einatmen, wieder ran. Hier ausatmen, einmal nach hinten setzen und wieder erstmal einmal ranziehen. Genau. Auch da darf der Rumpf so ein bisschen mit vor, aber nicht rund werden. Bleibt dadurch schön lang. Die Schulterblätter ziehen immer hinten zusammen. Genau. Und zack. Auch hier nochmal auf die Knie achten. Ne? Die fallen nicht nach innen. Da wirklich mit Spannung schön bleiben. Und zack, nach oben immer nochmal strecken, etwas nachziehen. Und zack, sehr schön. Zweimal noch. Ein letzter. Dann wollen wir nochmal nach unten. Einmal unten halten. Die Arme hier öffnen. Die Daumen zeigen nach hinten. Und wir federn hier nochmal kleine mit den Armen nach. Genau, und zack, einmal schön tief stehen bleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach unten. Und nochmal halten, einmal kurz nach oben, aber eine Runde haben wir noch. Und hier erstmal wieder Spannung aufbauen, tief einatmen, ausatmen, gehen wir nochmal tief. Und jetzt hier wollen wir mit beiden Armen so ein bisschen nach oben nachfedern, genau. Und mach die Arme wirklich schön lang, ne? Hier oben strecken und dann zack, kleine kräftige Bewegung. Sehr schön, in die Spannung rein. Nochmal ein bisschen tiefer sitzen. Ja, genau. Und nochmal halten. Und einmal auflösen, dann merkt man auch schon, die Arme irgendwann, wenn man die da die ganze Zeit so hält. Die haben jetzt kurz Pause. Guckt, dass ihr vielleicht ein bisschen Platz nach hinten habt auf der Matte. Also ein bisschen vor. Wir bleiben in unserem Stand. Wir gehen hier erstmal nur so ein kleines Stückchen tief. Ihr könnt euch auch ruhig erstmal mit den Händen so ein bisschen abstützen. Und dann wollen wir hier im Wechsel einmal erstmal antippen. Genau. Die Beine bleiben immer leicht gebeugt, ne? Besonders das vordere Bein. Da ist dann ja das Gewicht drauf, dass wir dann nicht im Gelenk durchhängen. Genau, erstmal locker antippen. So, und zack. Genau, ich sehe schon, das ist zu leicht, ne? Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und dann hier nehmt gerne die Arme einmal mit. Immer einmal zack strecken und wieder ran. Genau, da findet so euer Tempo, ne? Wie das auch mit den Armen halt geht. Gleichgewicht schon mal, ne? So ein bisschen halten. Sehr schön. Und dann hier wollen wir das Ganze etwas langsamer machen. Wir gehen erstmal nach hinten, dann verlagern wir das Gewicht einmal vor,
wieder antippen und einmal ran und die Seite wechseln nach hinten, dann das Gewicht nach vorne verlagern, wieder tippen und ran die Seite wechseln. Und wieder erstmal hinten, genau, dann so ein bisschen nach vorne, das Standbein bleibt leicht gebeugt, wieder ran tippen und zur Mitte, genau, und wieder lang. Und nach vorne, genau. Und da bleibt wirklich auch lang im Rücken, ne, dass ihr da wirklich schön an der Streckung arbeitet. Und macht das auch wirklich in eurem Tempo, ne, weil das ist gar nicht so leicht, wenn man da dann das Gewicht verlagert, ne, da wirklich schön lang rauszieht. Eine schöne Standwaage und das hintere Bein gerne strecken. Das darf schön lang bleiben. Genau. Sehr gut. So ein bisschen Gleichgewicht muss sein. Und hier, egal bei welcher Seite ihr seid, erstmal nochmal strecken, das Gewicht nach vorne verlagern und dann wollen wir Arme und Beine nochmal nachziehen, nach oben und zack, genau. Und macht den Rücken nochmal schön lang. Da aufrichten, genau, Spannung schön halten und nochmal bleiben, zieht euch nochmal lang raus und einmal kurz ran, merkt euch, bei welcher Seite ihr wart, ne? Weil jetzt das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Anderes Bein erstmal wieder nach hinten setzen, dann etwas vor und auch hier Arme und Bein gleichzeitig nach oben nachfedern. Und hier wieder Bauchnabel nach innen ziehen. Der untere Rücken bewegt sich nicht mit, ne? Der ist wirklich stabil. Nur Arme und Beine. Und nochmal halten, lang rausziehen. Und einmal kurz lösen, Arme und Beine so ein bisschen auslockern. Genau, sehr schön. Jetzt gehen wir einmal nach hinten auf die Matte, dass ihr schön viel Platz nach vorne habt. Genau, dann hier wollen wir auch erstmal noch mal so ein paar Runden zur Vorbereitung. Die Füße sind wieder hüftbreit auseinander. Und hier einmal strecken, hier den Bauch spannt. Dann lehnt euch mal so ein bisschen weiter nochmal zurück. Und dann einmal wieder nach unten, kurz locker lassen. Auch hier, ne, nicht im unteren Rücken zusammendrücken, sondern macht euch eher wirklich lang. Denkt da, dass die Fingerspitzen einmal nach oben wirklich zur Decke nochmal so ein bisschen weiter rausziehen. Genau. Auch hier macht das erstmal nochmal so ein paar Runden in eurem Tempo. Ne, wirklich öffnen. Denkt da einmal schön lang raus. Genau, sehr schön. Nochmal nach unten. Und schön strecken. Brustwirbelsäule ganz lang machen. Sehr gut. Eine Runde noch. Einmal nochmal nach unten. Jetzt wollen wir uns hier als erstes strecken. Dann vom Bauch. Auch hier erstmal das Becken nach hinten kippen. Und wir rollen uns einmal nach unten ein. Einmal abtauchen. Die Beine sind hier leicht gebeugt. Und da auch nochmal Kopf und Arme vielleicht so ein bisschen vor und rück schaukeln lassen. Genau, ganz locker einmal hängen bleiben. Vielleicht so ein bisschen vor und rück oder an die Seiten schaukeln. Und dann von der Position, die Beine sind leicht gebeugt, wollen wir einmal in die Tischposition, hier den Rücken strecken, die Arme ziehen neben den Rumpf. Macht euch da einmal ganz lang, genau, Schulterblätter zusammen und dann einmal langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrichten. Und das Ganze nochmal von vorne. Erstmal hier strecken und jetzt Becken nach hinten kippen. Einmal vorne zusammenziehen. Dann hier unten kurz die Fingerspitzen auftippen, nochmal tief einatmen und ausatmen. Tischposition, macht den Rücken lang. Da einmal strecken, genau. Und dann auch hier erst Becken nach hinten kippen. Da fängt die Bewegung an und wieder nach oben. Und nochmal einmal strecken, langer Rücken. Und ausatmen, einrollen, abtauchen, genau. Unten kurz hängen lassen, Bauch spannen und dann langer Rücken, zack. Genau, da wirklich schön eine Linie, da müsste man was drauf abstellen können. Genau, einmal wieder einrollen. Nächste Woche bringe ich die Wasserwaage mit, dann kann man das gut kontrollieren. Einmal nochmal hier halten, genau. Und nochmal abtauchen nach unten. Kurz hängen lassen. Und dann hier nochmal strecken. In der Position bleiben. Körpermitte ist fest. Und dann hier nochmal die Arme, die wir am Anfang hatten, im Wechsel. Vielleicht nicht ganz so schnell. Auch hier wirklich darauf konzentrieren, dass der Rücken wirklich lang bleibt. Genau, also ein Arm geht nach oben, ein Arm zieht zurück. Und da geht noch ein bisschen mehr Streckung in der Brustwirbelsäule. Macht euch da nochmal lang. Genau, sehr schön. Und einmal nochmal hier kurz nach unten, die Beine ruhig so ein bisschen mehr beugen, mal locker vielleicht etwas durchbewegen, aber eine Runde haben wir noch. Hier erstmal wieder in die Tischposition, beide Arme gehen nach hinten, könnt auch die Variation von gerade machen oder jetzt mal ausprobieren, beide Arme einmal heben und wieder nach hinten ranziehen und wieder strecken
Und wieder ranziehen. Aber nur, wenn ihr da wirklich eine stabile Position in der Körpermitte habt. Ne? Wenn ihr merkt, dass ihr dann so rund werdet, dann lieber nochmal im Wechsel. Genau, da einmal kontrollieren, genau, da in der Tür. Das kann man ganz gut sehen, genau. Und zack, also da macht wirklich eure Variation, die jetzt geht. Und nochmal die Arme halten. Und hier nochmal gegen gleich. Wenn ihr im Wechsel macht die Arme, dann hier einmal nachziehen. Genau, und dann auch mal die Seite wechseln. Das geht auch, genau. Und nochmal strecken und langsam nach oben. Erstmal aufrollen, da sind wir wieder. So, es geht natürlich auch noch eine Station tiefer. Da müssen wir aber auch erstmal hin. Dafür erstmal nochmal hier einmal ganz lang machen, das nochmal genießen, schön strecken. Wir tauchen nochmal nach unten ab. Jetzt auch hier die Beine ruhig ein bisschen mehr beugen, dass wir die Hände wirklich da aufstellen können oder mindestens die Fingerspitzen. Und dann wollen wir hier nämlich einmal mit den Händen so ein bisschen weiter wegwandern. Ja. Genau, dass wir da vielleicht die Hände ganz aufstellen können. Und dann hier erstmal die Füße locker so ein bisschen durchbewegen. Ein Bein beugen, ein Bein strecken. Genau, da probiert wirklich mal eine Ferse nach unten zum Boden zu bringen. Die Rückseite ganz lang machen. Und dann hier einmal beide Fersen, soweit es geht, nach unten schieben. Und in der Brustwirbelsäule nochmal etwas nachfedern. Jetzt wirklich mit dem Rumpf, da einmal zack. Und schiebt euch da nochmal so ein bisschen, genau, wirklich nach hinten, zu den Füßen. Den Rücken ganz lang machen. Und hier nochmal halten, strecken, die Fersen ziehen nach unten, das Brustbein schiebt vor. Und dann ruhig einmal kurz die Beine beugen und langsam nach hinten auf die Unterschenkel setzen. Kurz Pause machen, die Arme schön lang nach vorne rausschieben. Ja, auch wirklich schön einmal tief in den Bauch ein- und ausatmen. So, aber das war noch gar nicht die Stützrunde, die kommt jetzt erst. So, dafür ruhig hier erstmal in den Vierfüßlerstand, die Hände nochmal einmal unter die Schultern aufstellen. Dann guckt wieder, dass ihr hinten genug Platz habt, dass die Füße da noch auf der Matte sind. Und dann hier erstmal nacheinander einmal den rechten Fuß aufstellen und dann einmal den linken Fuß. Genau. Ruhig so ein bisschen auseinander, dass wir da etwas Platz haben. Der Bauch ist fest und dann wollen wir hier einmal das Becken nochmal nach oben schieben in die Position, wo wir gerade waren. Und dann einmal wieder vor in den Stütz, da ganz lang machen. Und einmal wieder nach oben. Genau. Und dann einmal wieder vor. Mach das mal. Ich schaue hier. Gucken, dass das Becken nicht zu weit vorgeht, dass wir im unteren Rücken durchhängen. Eine gerade Linie. Die Arme sind schön stabil, dass wir die Ellbogen nicht so überstrecken. Da mal leicht gebeugt bleiben. Genau. Schön mit der Atmung. Immer oben einatmen und ausatmen. Körpermitte spannen. Sehr schön. Zweimal noch. Und dann hier unten nochmal im Stütz. Einmal halten. Zieht den Bauchnabel wirklich nach innen. Macht den unteren Rücken lang. Tief weiteratmen. Den Kopf nicht hängen lassen. Und einmal nochmal kurz die Knie absetzen. Die Handgelenke vielleicht auch mal so ein bisschen auslockern. Wenn das für die Handgelenke zu anstrengend ist, weil eine Runde haben wir noch, dann könnt ihr probieren, auch die Fäuste zu nehmen. Das ist manchmal so ein bisschen angenehmer, dass die Dehnung da nicht so intensiv ist. Aber probiert aus, was heute geht. So, nächste Runde. Erstmal nochmal die Hände hier wieder aufstellen. Genau. So, Spannung in den Armen, da nicht durchhängen. Bauchnabel nochmal nach innen ziehen. Dann hier erstmal wieder nacheinander die Beine aufstellen. Jetzt wollen wir hier immer im Wechsel, wir ziehen das rechte Bein einmal ran und machen uns da wirklich rund. Macht den Rücken mal rund, zieht das Knie ran, vielleicht kommt die Nasenspitze an das Knie und dann wieder aufstellen und die Seite wechseln. Einmal einrollen und wieder lang. Genau. Und das Einrollen passiert auch wirklich hier aus der Körpermitte. Jetzt zieht den Bauch nach innen. Da wollt ihr euch einmal ganz eng machen. Genau, schiebt den unteren Rücken nach hinten raus. Sehr schön. Und zack, genau. Super macht ihr das. Und nochmal. Und wieder aufstellen. Sehr schön. Und dann einmal kurz eine Seite halten. Zieht euch hier nochmal zusammen. Komm, zack, da genau. Kommt die Nasenspitze an das Knie. Ja, und einmal wechseln. Andere Seite nochmal halten. Ganz enge Position. Macht den Rücken rund. Und aufstellen. Und
Einmal absetzen, würde ich sagen. Sehr schön. Die Arme so ein bisschen auslockern oder die Schulter mal locker ausschuckeln oder was trinken. Das ist auch immer erlaubt zwischendurch. Genau, sehr schön. So. Dann hier in der nächsten Runde wollen wir einmal in den Vierfüßlerstand. Hier die Hände wieder unter die Schultern aufstellen. Die Knie sind unter der Hüfte. Auch hier könntet ihr die Fäuste nehmen, wenn ihr möchtet. Das ist ein bisschen entspannter für die Handgelenke. Und dann kann man da auch nochmal schön den Rücken hier in alle Richtungen einmal durchbewegen. Spürt dann auch mal, wie die Rückseite sich jetzt heute anfühlt, was da vielleicht besonders angenehm auch für den Körper und für den Rücken ist. Genau, vielleicht auch wieder so in die kreisenden Bewegungen. Einmal schön in alle Richtungen ausprobieren. Sehr gut. Und dann hier wollen wir einmal noch mal zur Mitte den Rücken ganz gerade machen, den Bauchnabel nach innen ziehen und dann hier einmal das rechte Bein nach hinten strecken. Macht das Bein einmal ganz lang. Dann hier einatmen, das Knie ranziehen, ohne dass der Rücken rund wird und ausatmen wieder lang nach hinten. Und einatmen ran und ausatmen nach hinten strecken. Genau. Und auch beim Ranziehen, ne, da spürt man, wo der Punkt ist. Ne, der Rücken würde gerne vielleicht mitgehen, aber da wirklich gegenhalten. Lass die Rückenstrecker jetzt mal arbeiten. Und wenn das Bein nach hinten geht, dann nicht das Becken so mit nach vorne kippen, dass der untere Rücken sich durchbiegt. Da wirklich ganz lang bleiben. Eine schöne gerade Linie. Und dann hier das Bein noch mal ranziehen. Jetzt einmal hier unten linke Hand lösen, Hand und Knie zusammen. Und dann schieben wir uns einmal noch mal lang raus, Arm und Bein. Einatmen zur Mitte und ausatmen, einmal strecken. Genau, und da haben wir eigentlich direkt noch mal ein bisschen Gleichgewicht mit dabei. Da muss man auch schön die Mitte finden. Und noch mal halten. Macht euch noch mal ganz lang. Und kurz aufsetzen. Also einmal vielleicht so ein bisschen die Hände auslockern, danach legen wir uns auch hin. Dann geht es eine Station weiter nach unten. Also letzte Runde hier. Wir müssen die Seite wechseln. Erstmal nur das linke Bein. Arme sind wieder leicht gebeugt. Das Knie schon mal etwas heben. Dann ausatmen nach hinten und wieder einmal etwas ranziehen und der Rücken bleibt schön lang. Da wirklich eine stabile Position. Sehr schön. Genau. Schulterblätter nochmal schön hinten unten zusammenziehen. Genau, unterer Rücken ist lang. Da bleiben wir schön gerade. Und jetzt auch hier einmal nochmal ranziehen. Die rechte Hand kurz ans Knie antippen und dann Arm und Bein einmal lang rausschieben. Und wieder schön strecken. Genau. Und auch da wirklich gucken. Das Becken bleibt gerade und auch der Schultergürtel, ne, dass wir da nicht so zu einer Seite absinken, sondern schön mittig bleiben. Genau. Sehr gut. Und hier einmal noch mal halten, letzte Sekunde noch mal ganz lang machen und dann einmal lösen. Jetzt könnt ihr euch erstmal auch ruhig einmal hinsetzen, also eine Station weiter unten. So, der erste Teil ist geschafft. Hier schaut, wenn ihr die Beine so nach vorne nehmt, genau, könnt ihr euch vorne auf der Matte aufstellen, dass wir hinten jetzt so ein bisschen Platz haben. Genau, dann hier entweder vorne einmal festhalten oder so in den Kniekehlen, je nachdem, wie das für euch am besten ist. Und dann hier mal das Becken einmal nach vorne kippen und dann einmal wieder nach hinten, schön in die runde Position. Genau, da erstmal nochmal möglichst viel Bewegung jetzt wirklich in die Lendenwirbelsäule bringen. Und dann hier einmal das Becken nochmal nach hinten kippen. Oben gerne nochmal etwas strecken. Körpermitte ist fest. Und dann hier im Wechsel einmal die rechte Hand lösen und einmal die linke Hand lösen. Und da streckt euch gerne jedes Mal, wenn der Arm nach oben geht, nochmal so ein bisschen mehr in die Länge raus. Und wieder ran. Einatmen und ausatmen. Genau, die Seite wechseln. Sehr schön. Und dann hier das Ganze geht natürlich auch mit beiden Armen. Wer möchte, darf das mal gerne ausprobieren. Genau, einmal nach oben und wieder kurz immer kurz Pause machen. Genau, einmal festhalten oder auch nicht. Ne? Wer sagt, ich möchte da die ganze Zeit schön in der Spannung bleiben, der darf auch nur kurz antippen und dann wieder. Genau, wer heute besonders viel Power hat, darf das auch gerne machen. Und dann hier machen wir jetzt große Kreise mit den Armen an der Seite. Also wir halten uns gar nicht mehr fest. Genau. Und schön lang machen. Auch hier jedes Mal, wenn die Arme nach oben gehen, nochmal mehr strecken. Genau, da dürfen die Bauchmuskeln sich so ein bisschen bemerkbar machen. Wer nichts merkt, darf gerne auch mal ein bisschen weiter nach hinten. Das ist auch immer erlaubt, ne? Also da schwieriger gibt es eigentlich immer. Genau. Sehr schön. Und wir wechseln einmal die Richtung, unten öffnen und dann auch hier nochmal lang nach oben raus und dann wieder nach vorne.
Und sag hier strecken. Gerne, mach den Rücken lang. Sehr schön. Und zack, zwei Runden noch. Ein letzter. Und dann einmal nach vorne auf die Beine. Genau, einmal ablegen, noch so ein bisschen ausschütteln, den Rücken runden. Sehr schön. So. Dann, wie versprochen, wollen wir uns auch ganz hinlegen. Da schnappen wir uns erstmal hier einmal ein Bein, könnt ihr euch vorne so ein bisschen festhalten. Das andere Bein vielleicht etwas wegschieben. Und dann hier hängt euch da mal wirklich so an das Bein dran. Das ist jetzt unser Gegengewicht. Und dann wollen wir hier ganz langsam Wirbel für Wirbel einmal nach unten ablegen. Das Bein ranziehen. Hier nochmal einatmen. Und dann schiebt das Bein einmal wieder von euch weg. Und wir kommen doch nochmal nach oben. Ich habe es mir doch anders überlegt. So, nochmal hier einatmen, strecken und wieder nach hinten. Ganz langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Genau. Und dann das Bein ganz schwer machen und schiebt das einmal von euch weg. Genau. Und dann hat man da eigentlich ganz gut in das Gegengewicht. Sehr schön. Das andere Bein kann locker bleiben. Eine Runde noch auf der Seite. Einmal hier nochmal langsam ablegen. Schön genießen, ne? Wirklich über den runden Rücken, Wirbel für Wirbel, einmal nach oben kommen. Und das Ganze machen wir auch einmal mit der anderen Seite. Schnappt euch einmal das andere Bein. Und auch hier erstmal wieder Becken, ne? Nach hinten. Da fängt es an. Und dann macht euch da wirklich ganz rund. Spürt mal, ob die ganze Wirbelsäule schön in die Bewegung mitgeht oder ob da noch so ein kleiner Punkt ist, der noch nicht ganz so rund werden möchte. Und wenn ihr den Punkt noch habt, dann in der nächsten Runde, da will ich nochmal besonders langsam drüber gehen. Versucht euch da mal schön nochmal so ein bisschen nach hinten rauszuschieben. Genau, sehr schön. Eine Runde noch. Ja, einmal nochmal oben einatmen, strecken. Und ausatmen, langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Und dann hier, wir wollen einmal nochmal nach oben, denn das Ganze geht rein theoretisch auch mit beiden Beinen gleichzeitig. Da schnappen wir uns hier entweder vorne oder hinten, müsst ihr euch schauen, wo ihr am besten da den Halt habt. Beide Beine, jetzt auch hier, erstmal wieder das Becken nach hinten kippen, dann lösen sich die Füße so ein bisschen, einmal langsam nach unten ablegen. Der Weg ist immer leicht, ne? Nach unten geht's gut. Und jetzt die Beine nochmal wegschieben und nach oben wieder zum Sitzen. Aufrollen, genau, sonst mit so ein bisschen Schwung einmal wieder hoch und hier nochmal lang machen und wieder erst das Becken nach hinten kippen, Wirbel für Wirbel nach unten abrollen, genau, sehr schön, eine letzte Runde noch, einmal nochmal nach oben zum Sitzen, aufrichten, strecken und nochmal Becken nach hinten kippen, dann bleiben wir auch unten. Einmal nochmal das genießen, genau, nach unten ablegen und dann hier die Beine ruhig mal schön zu euch ranziehen, so ein bisschen über den unteren Rücken hin und her schuckeln oder locker Kreisebewegung machen. Ja, erstmal ganz entspannt. Dann hier zieht die Beine nochmal schön ran. Das Becken wirklich nach hinten kippen. Der untere Rücken ist jetzt die ganze Zeit in Kontakt mit der Matte. Dann wollen wir die Beine so ein bisschen weiter von uns wegschieben, dass ihr merkt, die Bauchmuskeln müssen hier halten. Die Hände gehen einmal so an die Knie oder an die Oberschenkel dran und dann versucht mal die Beine so ein bisschen mit den Händen wegzuschieben. Aber ihr seid natürlich stärker als die Arme. Also die Beine sollten sich jetzt nicht bewegen. Und dann wollen wir hier im Wechsel einmal die rechte Seite öffnen. Also rechtes Bein und rechten Arm ausstrecken. Dann wieder zur Mitte. Und einmal die Seite wechseln. Und da macht das wirklich ganz langsam. Die ganze Zeit haben wir eine Seite, wo die Hand gegendrückt. Genau, und wir öffnen die gleiche Seite. Also eine Hand genau an das Knie dran. Und dann öffnen und dann wieder zur Mitte ranziehen. Und besonders beim Öffnen bleibt der untere Rücken liegen. Sonst nehmt das Bein ein bisschen weiter nach oben. Also wenn ihr merkt, dass sich das Becken nach vorne kippt, dann streckt das Bein eher so ein bisschen in die Diagonale aus. Und wieder zur Mitte, da nochmal nachspannen. Genau, und wieder öffnen. Sehr schön. Und zur Mitte, tief einatmen. Und ausatmen, lang einmal rausschieben. Jede Seite noch einmal. Letzter Wechsel und dann einmal nochmal zur Mitte. Beide Hände kommen nochmal an die Knie dran und jetzt schiebt da nochmal ordentlich nach. Ihr wollt die Beine wegschieben, der Bauch muss gegenhalten. Da soll wirklich so ein bisschen Druck sein. Genau, lasst den Bauch schön arbeiten. Die letzten Sekunden und einmal kurz die Füße aufstellen. Die Beine so ein bisschen ausschuckeln oder locker hin und her bewegen. Tief durchatmen.
Genau. Dann hier erstmal die Füße einmal möglichst nah zu euch ranstellen, hüftbreit auseinander. Die Arme können jetzt entspannt liegen bleiben. Dann hier unten nochmal tief einatmen, ausatmen, wieder Körpermitte spannen, vorne zusammenziehen. Und jetzt wollen wir das Becken einmal ganz langsam nach oben aufrollen. Da macht euch wirklich einmal ganz lang, schiebt das Becken schön nach oben raus. Und jetzt beim Abrollen auch Wirbel für Wirbel, auch wenn das gefühlt nur so ein ganz kleines Stückchen ist, versucht da wirklich nochmal den Rücken schön rund zu machen. Dann unten nochmal einatmen und ausatmen, wieder Körpermitte spannen und schiebt das Becken einmal schön hoch. Genau, das Gewicht ist so ein bisschen in den Fersen. Und dann wieder langsam Wirbel für Wirbel abrollen. Macht das erstmal so ein paar Runden zur Vorbereitung in eurem Tempo. Da oben immer wirklich schön das Becken nach vorne rausschieben. Auch da trotzdem den Bauch spannen, dass wir im unteren Rücken nicht durchhängen. Und dann beim Abrollen wieder Zeit lassen und nachspüren, ob wir da schön einmal die Wirbelsäule durchbewegen können. Und wieder ein und ausatmen, lang nach oben. Eine Runde noch. Einmal nochmal nach unten ablegen, tief einatmen, dann ausatmen, kommen wir nochmal nach oben. Jetzt hier die Position beibehalten, da verändert sich nichts und wir lösen den Wechsel. Einmal das rechte Bein nach oben strecken, dann wieder aufstellen und das linke Bein. Genau, und hier wirklich schön das Becken ganz stabil halten. Genau, und schiebt das Becken nochmal so ein bisschen nach. Da geht noch was. Das möchte einmal nach oben zur Decke oder mit der Fußspitze. Wollen wir einmal oben an die Decke antippen. Genau, sehr schön. Und zack, genau, lang raus. Sehr gut. Jede Seite noch einmal. Einmal nach rechts, einmal nach links. Und dann erstmal nochmal beide Beine aufstellen und einmal kurz nach unten nochmal ablegen, kurz ausschütteln, vielleicht die Beine auch mal ausstrecken, einfach mal locker durchbewegen, genau. Weil auch hier haben wir noch eine Runde mit so einer kleinen schönen Variation. Also dafür erstmal wieder ausrichten, die Füße hier möglichst nah zu euch ranstellen, Körpermitte ist wieder fest. Nochmal einatmen und ausatmen, das Becken erstmal wieder nach oben aufrichten, zieht die Schulterblätter nochmal schön zusammen. Dann wollen wir hier das rechte Bein jetzt erstmal gebeugt einmal ranziehen, einatmen und ausatmen, strecken wir das Bein einmal diagonal von uns weg. Dann einatmen, wieder ranziehen und ausatmen, wieder wegschieben. Und auch hier, das Becken ist stabil. Da verändert sich nichts. Auch da, wenn ihr merkt, ihr schiebt das Bein in die Diagonale und ihr fallt ins Hohlkreuz, dann nehmt das Bein ein bisschen weiter nach oben wieder. Da ist dann nicht so ein langer Hebel. Also da findet wieder eure Position, die heute geht. Genau. Super. Zweimal noch auf der Seite. Und ein letzter. Und dann einmal den Fuß wieder aufstellen. Nochmal langsam, Wirbel für Wirbel, nach unten abrollen. Nochmal tief in den Bauch einatmen und ausatmen, wieder Körpermitte spannen, das Becken einmal nach oben aufrichten, da nochmal schön rausschieben und dann hier linke Seite erstmal einatmen, ranziehen und ausatmen, schiebt das Bein diagonal von euch weg. Einatmen, ran, Bein beugen und ausatmen, wegschieben und auch hier schaut, was heute für den unteren Rücken geht. Findet da so eure Höhe mit dem Bein. Wichtiger ist mir wirklich, dass der untere Rücken gerade bleibt. Ne? Also da einfach schauen, sonst das Bein etwas weiter nach oben zur Decke strecken. Das ist auch gar kein Problem. Und zack. Sehr gut. Und auch hier die letzten zwei Runden. Ein letzter noch. Und dann den Fuß erstmal wieder aufstellen und langsam Wirbel für Wirbel nach unten ablegen. Die Beine ruhig einmal ausstrecken und so ein bisschen ausschuckeln. Ja, dann mal locker durchbewegen in die Seiten. So, die Beine haben kurz Pause, jetzt kommt aber auch noch mal ein bisschen was für den Bauch. Das sind immer meine Lieblingsrunden. So, hier die Füße erstmal locker aufstellen. Jetzt wollen wir das rechte Bein einmal so über das linke Bein drüber legen. Genau. Dann nehmen wir hier die Hände einmal an den Hinterkopf. So, den Kopf ruhig nochmal ablegen. Die Position ist erstmal ganz entspannt. Da könnte man auch so liegen bleiben. Dann hier wollen wir aber erstmal unten nochmal einatmen, ausatmen, wieder Bauch dabei nach innen ziehen. Nehmt die Rippenbögen auch nochmal mit rein. Und dann rollen wir uns hier nach oben auf. Und der linke Ellbogen möchte einmal zum rechten Knie.
und dann wieder langsam ablegen. Genau, und schon ein und ausatmen nach oben und probiert mal. Genau, einmal antippen und wieder langsam ablegen. Genau. Ist natürlich auch da immer so eine Sache, man kann das Bein auch einfach so ein bisschen ranziehen. Das ist das direkt viel näher. Also hier, wer es sich besonders schwer machen möchte, probiert mal das Knie eher wegzuschieben und dann einmal schön mit dem Rumpf, dass wir uns da wirklich nochmal eindrehen müssen. Genau. Sehr schön. Und jetzt hier, die Bewegung bleibt eigentlich die gleiche, aber wir ziehen jetzt die Beine mal mit ran. Da ist der Ellbogen dann aber auf jeden Fall hier mit an dem Knie. Zieht euch einmal zusammen, kleines Päckchen machen und wieder langsam öffnen und kurz aufstellen. Einatmen und ausatmen. Einmal zack, zusammenziehen. Genau, sehr schön. Und nimm mal ein und wieder Spannung in der Körpermitte aufbauen und macht euch da einmal schön eng. So ein kleines Päckchen machen. Genau, zusammenziehen, der Ellbogen möchte einmal zum Bein ran. Und dann hier oben nochmal in unserem Päckchen halten und wir federn kleine nach. Die Beine bleiben und der Rumpf dreht sich da nochmal ein. Also ein Schulterblatt ist auf jeden Fall in der Luft. Und zack. Genau, zieht euch da schön zusammen. Und nochmal halten. Und einmal kurz ablegen, die Beine erstmal wieder entknoten. Genau, so ein bisschen ausschuckeln. Aber das Ganze wollen wir auch hier auf der anderen Seite einmal machen. Erstmal jetzt das linke Bein locker drüber schwingen, erstmal ablegen. Die Hände gehen wieder an den Hinterkopf. Jetzt müsste man irgendwo am Strand liegen oder so am Pool, ne? Das wäre auch ganz schön. Also dann hier Körpermitte wieder spannen, nochmal einatmen. Und jetzt rechter Ellbogen, linkes Knie zusammenziehen und langsam kontrolliert ablegen. Auch hier, ne, das ist nur ein kleiner Weg, aber trotzdem da wirklich nochmal Zeit lassen. Ne, nicht einfach nach unten fallen, sondern wirklich schön kontrolliert die ganze Zeit bis zum Schluss wirklich die Spannung halten. Ja, genau, sehr schön. Und dann kommen die Beine mit dazu. Wenn wir jetzt nach oben kommen, einmal den Fuß mit lösen, zieht euch da nochmal weiter ran. Und wieder kontrolliert nach unten ablegen. Auch hier löst sich der untere Rücken nicht von der Matte. Besonders nochmal beim Abrollen darauf achten, dass wir da wirklich hier kontrolliert die Position halten. Sehr gut. Und zusammenziehen. Genau, langsam ablegen nochmal ein. Und ausatmen nach oben. Eine letzte Runde noch. Und dann wollen wir hier oben nochmal halten und hier kleine nochmal nachfedern. Und der Rumpf kommt wirklich zu den Beinen. Also da nochmal hoch. Genau. Und zack. Zieht euch da schön zusammen. Sehr schön. Und lächeln. Ich sehe jetzt nicht von allen die Gesichter, aber manche liegen gerade in die richtige Richtung. Genau. Und nochmal halten. Und einmal kurz ablegen. Die Beine und auch die Arme ruhig einmal ausstrecken. Legt die Arme einmal so neben den Kopf, ganz lang machen und dann zieht man eine Seite locker im Wechsel, so ein bisschen länger raus. Da mal genau in der Rücklage locker recken und strecken. Sehr schön. Dann kommen die Arme nochmal ran. Letzte Runde hier in der Rückenlage. Wir wollen erstmal die Beine hier nochmal so locker ranziehen. Könnt ihr auch mit den Händen festhalten oder das Päckchen. Das ist erstmal wieder ganz entspannend. Da könnte man bleiben. Dann wollen wir hier uns das rechte Bein erstmal einmal schnappen. Das linke Bein, genau, ist dann locker in der Luft. Und dann hier strecken wir einmal das linke Bein aus. Und dann ziehen wir das wieder ran und wechseln einmal das Bein, dass wir uns einmal dann das andere Bein schnappen. Und erstmal das so ein paar Runden im Wechsel. Einmal zack, rechts strecken und links strecken. Und da auch wirklich das Bein, was jetzt gebeugt ist, ne, zieht das möglichst nah zu euch ran. Enge Position. Genau. Sehr schön. Und dann hier heben wir einmal den Kopf mit an. Die Bewegung geht weiter. Und zack. Genau. Und schön hier ranziehen. Wer mag, kann auch mal ausprobieren. Hier immer einmal Nasenspitze, Knie kurz zusammen. Genau. Und dann wieder wechseln. Sehr schön. Und zack. Tief weiteratmen. Auch hier wieder unteren Rücken kontrollieren. Der bleibt die ganze Zeit auf der Matte. Jede Seite noch zweimal. Letzte Runde. Und dann einmal nochmal beide Beine ranziehen. Den Kopf mitheben. Zieht euch da nochmal schön zusammen. Und einmal kurz langsam nach unten ablegen. Die Füße ruhig nochmal aufstellen. Das Ganze geht auch mit den gestreckten Beinen. Dafür wollen wir erstmal die Beine hier nochmal ranziehen. Die Knie einmal schnappen. Genau.
Also dann hier, erste Runde bleibt der Kopf auch nochmal liegen, dass der Nacken auch Pause hat. Wollen wir erstmal hier die Beine so ein paar Runden einmal strecken und wieder beugen. Da könnt ihr ruhig so in den Kniekehlen die Beine einmal festhalten oder an der Oberschenkelrückseite, genau, die erstmal nochmal so ein bisschen unterstützen. Einatmen, beugen und ausatmen, strecken. Und das Becken bleibt jetzt schön liegen und dann versucht die Beine einmal ganz lang zu machen. Gerne die Füße auch mit strecken, das sieht dann einfach noch schöner aus, die Position. Genau. Und dann hier bleiben die Beine einmal in der möglichst gestreckten Position. Wenn die Beine gar nicht so bleiben können, bevor die dann anfangen zu zittern oder zu krampfen, lieber ein bisschen beugen. Wir schnappen uns auch hier erstmal nochmal das rechte Bein. Da gut festhalten, dann geht das linke Bein einmal langsam kontrolliert, lang nach unten und wieder ran und wir wechseln die Seite. Wir schnappen uns das andere Bein. Genau, und zack, einmal wieder ran. Sehr schön. Und dann erstmal auch hier so ein paar Runden zur Vorbereitung, immer im Wechsel, ne, aber auch hier die ganze Zeit schon den Bauch mitarbeiten lassen. Der hat jetzt keine Pause. Ja, sehr schön. Und dann hier eine Seite kurz halten, den Kopf einmal mit aufhören. Die Schulterblätter sind auch gerne in der Luft. Und dann hier nochmal im Wechsel. Einmal zack, das Bein ranziehen und schön lange Beine. Sehe ich da ein schönes L. Vielleicht so ein V, aber ein großes V, kein kleines. So, und auch hier dürft ihr mal ausprobieren, euch wirklich schön ranzuziehen. Vielleicht einmal so mit der Stirn an das Knie. Und dann nochmal wechseln. Genau. Und da darf das Bein jetzt einmal schön zu euch rankommen. Genau. Und mindestens das untere Bein ist gestreckt. Also darf ich ganz lang machen. Das obere Bein dürfte auch leicht gebeugt bleiben. Fast geschafft. Jede Seite noch zweimal. Letzte Runde. Und dann hier einmal beide Beine ranziehen. Macht euch da nochmal ganz eng. Einmal den Kopf mit einrollen. Und einmal auflösen. Sehr schön. Die Füße wieder ruhig aufstellen. Dann hier, die Beine sind ja so leicht gebeugt. Und lasst mal die Knie so von locker von einer Seite zur anderen rüberschwingen. Genau, ganz sanft durchbewegen. Und dann hier die Beine erstmal nochmal zur Mitte. Wir wollen in die Bauchlage, könnt ihr hier einmal entweder nach oben euch aufrichten oder einmal über die Seite, ganz elegant, einmal genau, in die Bauchlage begeben. Genau, da geht ruhig mit dem Blick in meine Richtung, dass ihr dann gleich alles seht. Genau, so. Dann hier wollen wir erstmal die Hände hier vorne so auflegen, könnt auch ein kleines Kissen damit machen. Genau, erstmal ganz entspannt den Kopf ablegen. Der Blick geht nach unten zum Boden, das Becken mal ganz sanft so ein bisschen hin und her schuckeln. Dann auch hier nochmal zur Mitte und jetzt nochmal auf den unteren Rücken konzentrieren. Mit der Bauchspannung vom Gefühl wollen wir den Bauchnabel jetzt einmal von der Matte lösen. Auch wenn das jetzt nicht ganz geht, aber vom Gefühl jetzt zieht den da nochmal schön nach innen. Macht den unteren Rücken wirklich ganz lang. Einatmen nochmal etwas lösen und ausatmen. Wieder Bauchnabel nach innen ziehen. Kippt das Becken schön nach hinten, das Steißbein zieht nach unten. Einatmen nochmal lösen. Und ausatmen, Bauch spannen. Jetzt die Position die ganze Zeit halten. Wir legen die Arme einmal hier so neben dem Kopf ab, im 90-Grad-Winkel. Der Blick geht nach unten zum Boden. Und dann wollen wir hier die Arme einmal an der Seite heben. Da reicht wirklich so ein kleines Stückchen. Die Arme sind in der Luft. Und wir schieben im Wechsel einmal den rechten Arm raus und einmal den linken Arm. Genau. Und denkt wirklich an den unteren Rücken. Sonst darf das Gesäß noch mal so ein bisschen mit anspannen als Unterstützung, dass wir da wirklich lang in der Lendenwirbelsäule bleiben. Und die Schultern sind schön unten, weg von den Ohren. Da sollte immer so eine kleine Lücke auf jeden Fall bleiben. Und auch hier entweder Wechsel weitermachen oder wer mag, darf gerne ausprobieren. Einmal beide Arme strecken und wieder ranziehen. Und auch das Ranziehen mit Kraft, ne, zieht die Ellbogen einmal schön nach hinten. Genau, und wieder lang strecken. Sehr schön. Tief weiteratmen. Zweimal noch. Und dann hier wollen wir nochmal beide Arme nach hinten ranziehen, in die gebeugte Position. Und hier nochmal kleine mit den Armen nachfedern. Zieht die Schulterblätter schön zusammen. Ihr wollt da irgendwas mit den Schulterblättern festhalten. Vielleicht so ein Bleistift. Einmal zack. Genau, und zack. Fast geschafft. Und nochmal halten. Und einmal
Ablegen, genau, den Kopf wieder auf, die Hände ablegen und das Becken nochmal ganz sanft hin und her schuckeln. Tief durchatmen. So, dann nächste Runde hier. Jetzt gehen die Arme hier an die Seite und die bleiben aber auch auf dem Boden. Also da, wie gerade, nur dass wir die Hände auflegen. Bauch wieder spannen, das bleibt. Zieht den Bauchnabel schön von der Matte einmal weg. Und dann wollen wir jetzt hier im Wechsel einmal die Beine nach oben heben. Einmal das rechte Bein und einmal das linke Bein. Auch da, ohne dass das Becken sich wieder nach vorne kippt. Also da lieber eine kleinere Bewegung und der untere Rücken bleibt lang, als dass wir uns das sehr wieder ins Hohlkreuz schieben. Das wollen wir nicht. Genau. Und schön das hintere Knie strecken. Genau, da ganz lang machen. Und dann hier einmal das rechte Bein nochmal nach oben halten. Wir beugen das Bein an, den Fuß anwinkeln, dass die Fußsohle dann nach oben zur Decke zeigt. Und wir federn hier kleine nach. Und zack, einmal nach oben. Der Oberschenkel möchte einmal in die Luft. Genau. Und wieder Bauch spannen. Schultern sind locker. Und nochmal halten. Einmal kurz langsam ablegen. Wir wechseln die Seite. Anderes Bein einmal heben. Beugen, Fuß ranziehen und dann schiebt da nochmal hoch. Wir wollen auch da so einmal mit der Fußsohle an die Decke. In die Richtung geht's. Genau, das muss gar nicht zu schnell sein. Wir lieber kontrolliert, dass der untere Rücken schön in der langen Position bleibt. Und nochmal halten. Und einmal langsam ablegen. Den Kopf auch ruhig nochmal nach unten nehmen. Vielleicht so ein bisschen nochmal in die Seite locker durchbewegen. Eine letzte anstrengende Runde haben wir noch und dann kommt auch der schöne Teil zum Schluss noch. So, jetzt hier für die letzte Runde. Die Füße hinten erstmal wieder ausstrecken, Beine sind lang. Die Arme gehen so ein bisschen weiter nach vorne. Auch hier wieder Körpermitte spannen. Und dann wollen wir jetzt gegengleich einmal rechten Arm und linkes Bein nach oben heben. Dann wieder kurz abstellen und die Seite wechseln. Und auch da, ne, schaut einfach, wie hoch das für euch geht. Wichtiger ist wieder die Körpermitte. Ne? Also da wirklich die ganze Zeit die Spannung beibehalten. Und dann hier kleine bewegen. Genau. Und auch hier Arme und Beine sind lang. Wirklich das Knie auch hinten einmal mitheben. Und dann bei einer Seite bleiben und einmal nachfedern. Zack. Und jetzt schön langes Bein hinten. Genau. Tief weiter atmen. Fast geschafft. Einmal aufstellen, die Seite wechseln, andere Seite heben. Und auch da nochmal kleine nachziehen. Genau. Und letzte Runde. Jetzt dürft ihr euch nochmal so richtig auspowern. Die letzten Sekunden Arme und Beine heben und das Swimming. Hier zack. Und schön kräftige Bewegung, lange Beine. Genau. Und nochmal Gas geben. Fast geschafft. Einmal nochmal halten. Und nach unten ablegen, genau, sehr schön. Da erstmal den Atem wieder schön tief weiter ein- und ausfließen lassen. Den Atem wieder so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Schön tiefe Atemzüge. Dann hier einmal die Unterarme aufstützen und wir schieben uns hier einmal nach hinten. Holt die Beine etwas ran, auf die Unterschenkel setzen und dann auch da nochmal schön die Arme wirklich lang von euch wegschieben. Wandert da mal mit den Händen, soweit es geht, genau, von euch weg. Vielleicht die Stirn nach unten auf die Matte ablegen. Und dann jetzt auch hier nochmal schön auf die tiefe Bauchatmung konzentrieren, dass wir da schön den unteren Rücken auch nochmal nach hinten ein bisschen wieder rausdehnen, die Muskeln wieder entspannen. Und dann hier erstmal langsam einmal Wirbel für Wirbel nach oben wieder aufrichten. So, da sind wir wieder, alle noch da, genau, und am Lächeln, sehr schön. Hier, wir legen uns noch einmal in die Rückenlage. Für das Stretching guckt, dass ihr die Beine genau einmal nach vorne nochmal rausschiebt. Vielleicht ein Bein festhalten, da kann man sich dann erstmal ganz schön nach unten einmal ablegen. Genau, ganz langsam nochmal auf den unteren Rücken achten. Dann hier streckt die Beine erstmal nochmal aus. Die Arme ganz entspannt neben dem Oberkörper ablegen. Und dann hier erstmal nochmal schön wirklich auf die tiefe Atmung konzentrieren. Schön durch die Nase tief in den Bauch einatmen. Und dann ausatmen. Wirklich alle Spannung lösen. Körper locker lassen. Einatmen. Da wirklich auch die Bauchdecke, ne, so ein bisschen mit anheben. Und ausatmen, einmal wieder entspannen, einmal noch tief ein
Und ausatmen, einmal wieder locker lassen. Dann hier den Atem jetzt einfach tief in eurem Tempo weiterfließen lassen. Holen wir uns das rechte Bein einmal nochmal ran. Und dann machen wir hier ganz kleine, erstmal Kreise, so ein bisschen mit dem rechten Bein über dem Becken mal locker, genau, durchbewegen, den unteren Rücken auch mal etwas durchmassieren, so ein bisschen. Genau. Und dann hier ziehen wir das rechte Bein nochmal ran. Dann wollen wir das Bein hier einmal ausstrecken, soweit das für euch geht. Ruhig mit den Händen nochmal unterstützen. Da, wo ihr drankommt, festhalten. Entweder an der Oberschenkelrückseite oder an der Kniekehle. Und dann hier nochmal einatmen und ausatmen. Zieht jetzt mal aktiv die Fußspitzen ran und schiebt die Ferse nach oben zur Decke raus. Dann einatmen, wieder strecken und ausatmen. Fuß ranziehen und das Bein wirklich in der möglichst gestreckten Position halten. Also da jetzt dann nicht mehr nachgeben und weiter das Bein beugen, sondern da einfach schauen, wie viel Streckung da heute geht. Ist auch immer tagesabhängig, ne? Da die Dehnung ist wirklich ganz, jeden Tag ganz unterschiedlich. Und dann hier nochmal in der intensiven Dehnung halten. Zieht die Fußspitze nochmal zu euch. Vielleicht ganz sanft nochmal das Knie versuchen, etwas weiter zu strecken. Und die Ferse nochmal schön Richtung Decke rausschieben. Dann hier halten. Und auch da nochmal ganz aufmerksam durch die Rückseite wandern, ne? Wo da jetzt vielleicht noch am meisten Spannung ist. Und da nochmal wirklich versuchen, mit jeder Ausatmung etwas Spannung zu lösen. Und dann einmal langsam das Bein beugen, erstmal wieder ausstrecken, kurz auslockern. Genau, einmal das Bein lang machen und dann wollen wir uns hier einmal das andere Bein ranholen, auch erstmal wieder mit den Händen locker festhalten und dann fangen wir auch hier erstmal mit den kleinen Kreisen an. Das Bein ist noch gebeugt, genau, und ganz sanft so ein bisschen über den unteren Rücken durchbewegen, den Atem wieder tief weiter in den Bauch fließen lassen. Und dann auch hier nochmal das Bein ranziehen. Dann an der Oberschenkelrückseite oder der Kniekehle festhalten. Und wir strecken das Bein einmal nach oben zur Decke aus. Und dann auch hier mit der Fußbewegung, mit der Ausatmung, ziehen wir den Fuß einmal ran und einatmen, wieder strecken. Auch hier erstmal so ein paar Runden zur Vorbereitung. Und auch da nochmal nachspielen. Man hat immer so eine Schokoladenseite und eine Seite, die vielleicht noch so ein bisschen mehr Spannung hat. Also da mal schauen, ob das jetzt die Lieblingsseite ist oder nicht. Oder wo auch hier, ne, an der Rückseite einfach noch am meisten Spannung ist. Und dann wollen wir auch hier den Fuß nochmal ranziehen. Schiebt die Ferse nochmal lang nach oben zur Decke raus. Das Knie so weit es geht strecken. Auch hier könnte man mit den Armen noch mal so ein bisschen nachziehen, aber das wirklich nur, wenn das Bein schon gut gestreckt ist. Ne? Sonst einfach in der Position noch mal die letzten Sekunden halten, auf die Atmung konzentrieren. Und auch hier wirklich versuchen, mit jeder Ausatmung noch mal so ein bisschen mehr Spannung zu lösen. Und dann einmal langsam das Bein beugen, den Fuß aufstellen. Holt euch das andere Bein einmal mit ran. Die Beine hier vielleicht nochmal so ein bisschen ausschuckeln. Und dann wollen wir nochmal unser Päckchen machen. Den Kopf einmal mit heben. Genau. Und dann hier vielleicht nochmal so ein bisschen vor- und rückschaukeln. Ganz sanft. Genau. Einmal vor und rück. Und dann entweder über die Seite oder mit so ein bisschen Schwung einmal nach oben. Genau. Eine Station wieder weiter. Sehr schön aufrichten. Dann hier streckt die Beine einmal nach vorne aus. Gerne die Fußspitzen ranziehen und dann wollen wir uns hier einmal noch mal ganz lang machen. Zieht euch da noch mal so ein bisschen in die Seiten raus, den Rücken strecken und dann hier noch mal lang machen und wir lehnen uns nach vorne. Vielleicht kommen wir mit den Fingerspitzen an die Füße oder Schienbeine, geht auch. Da, wo ihr drankommt, einmal festhalten, dann rollt den Kopf noch mal schön mit ein. Macht den Rücken ganz rund und auch hier noch mal tief weiter ein- und ausatmen. Und da wirklich auch nochmal mit jeder Ausatmung so ein bisschen Spannung lösen. Und dann hier langsam erstmal wieder nach oben aufrichten. Wir holen die Beine hier einmal ran, die Füße so locker aneinander und dann erstmal mit den Beinen so ein bisschen wippen, genau, auf und ab. Hier könnte ich entweder auch an den Schienbeinen festhalten oder so locker an den Füßen.
in den Rücken nochmal schön strecken, die Beine halten, dann zieht euch hier nochmal schön in die lange Position. Das Brustbein schiebt vor, der Blick darf auch gerne etwas weiter mit nach oben gehen. Und dann hier einmal nach vorne lehnen. Vielleicht kommen wir da auf jeden Fall mit den Unterarmen zum Boden. Genau. Und mit den Fingerspitzen. Oder mit der Stirn. Geht auch. Einmal. Genau. Schön einrollen. Den Rücken ganz rund machen. Und dann hier langsam wieder nach oben aufrichten. Wir klappen die Beine einmal zusammen, wenn das geht. Von hier einmal in die Hocke schieben, sonst über die Seite. Genau, die Fingerspitzen vorne mal aufstellen. Und dann hier das Gewicht mal ganz sanft ein bisschen vor- und rück verlagern, dass wir da vielleicht auch einmal die Fersen hinten auf den Boden bekommen. Genau, die Hände dürfen ruhig nach vorne, genau, an dem Boden bleiben. Und dann hier nochmal hinten bleiben. Schieb die Fersen nicht schön nach unten. Einmal einrollen, vielleicht die Beine so locker ab. Wenn das auch mal ganz angenehm, ein kleines Päckchen machen. Genau. Dann stellen wir die Hände hier nochmal auf, die Beine etwas weiter strecken. Die Fingerspitzen sind am Boden. Und dann hier locker im Wechsel. Nochmal die Füße durchbewegen, ein Bein beugen, ein Bein strecken. Den Rücken wird ganz entspannt halten. Und dann nochmal beide Füße aufstellen, die Beine so weit es geht strecken und dann hier nochmal einrollen im Rumpf. Wird ganz locker werden. Vielleicht kommt dann sogar die ganze Handfläche zum Boden. Oder wenn auch das schon gut klappt, könnte man probieren, sich einmal so die Beinrückseite zu schnappen und dann nochmal so ein bisschen weiter ranzuziehen. Aber nur wenn das geht, ne? Da findet einfach wieder eure Position. Die Beine sind schön lang. Und dann die Beine leicht beugen und langsam Wirbel für Wirbel. Hier einmal wieder nach oben, erstmal in den Stand aufrollen. Genau, den Kopf zum Schluss. So, genau, erstmal wieder aufrichten. Dann hier die Arme nochmal strecken und zieht euch das schön im Wechsel. Nochmal lang nach oben raus. Genau, Arme, Beine, alles nochmal locker durchbewegen. Dann hier die Hände greifen, das Brustbein nochmal schön vorschieben. Macht euch da nochmal ganz lang. Und dann schieben wir jetzt die Arme nach vorne und auch da nochmal versuchen, so einen Arm ein bisschen länger zu machen. Die Schulterblätter schön auseinanderziehen. Und dann nochmal beide Arme nach vorne schieben, rollt euch nochmal schön ein und Rücken ganz rund machen. Die Beine sind leicht gebeugt. Und dann nochmal nach oben aufrichten. Wir klappen die Hände einmal ab. Die Arme gehen an die Seite. Zieht die Fingerspitzen. Genau, einmal schön nach hinten hier nochmal ganz lang machen. Und einmal locker lassen. Und dann atmen wir hier nochmal tief ein und aus. Ein und aus. Und noch einmal einatmen. Und die Arme sinken lassen. Und das habt ihr sehr, sehr schön gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ihr seid so ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Vielleicht ich aber auch. Also, genau. Sehr schön.